Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich gratuliere auch von unserer Seite Henriette Reker zu ihrer Wahl als Oberbürgermeisterin in Köln. Und wir richten ihr schnelle Genesungswünsche aus, dass sie doch schnell genesen soll. Es ist irgendwie schon beschämend, dass es ein Attentat auf eine Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt bedarf hatte, bis auch unser Innenminister und andere Spitzenpolitiker in Deutschland erkannt haben, um welche rechte Bewegung und um welche gewaltbereite Bewegung es bei Pegida und der AfD in Wirklichkeit geht. Bisher wurde das aus unserer Sicht total verharmlost. Herr Gabriel wollte vor kurzem noch mit dieser Bewegung reden. Andere haben immer wieder Verständnis geäußert über die Beweggründe und dass man die Menschen, die dort auf die Straße gehen, ernst nehmen muss. In Wirklichkeit kommt jetzt das heraus, was es eben ist, eine hochgefährliche, rechtsradikale, nationalpopulistische Bewegung mit starkem Rassismus, die schon seit Monaten nicht davor zurückschreckt, Flüchtlingsheime anzugreifen, rechtsradikale Pöbeleien zu verbreiten, Morddrohungen gegen Politiker, insbesondere der Linken, auszusprechen, im Netz ihre Hasstiraden loszuwerden. Und wir wissen alle, es fängt mit der Sprache an, es fängt mit der Radikalisierung der Sprache an und es endet dann bei den Gewalttaten. Wir finden es als außerordentlich beschämend, dass es über 500 Attentate auf Flüchtlingsunterkünfte bedarf hat, bis endlich erkannt wird, welche Gesinnung hinter diesen Anschlägen und hinter diesen Tätern herrschen. Und es muss offen ausgesprochen werden, die bürgerlichen und die linken Parteien in diesem Land dürfen keine Toleranz üben gegenüber rechten, rassistischen oder nationalpopulistischen Tendenzen und schon gar nicht gegenüber Gewalttaten. Ich finde es nach wie vor beschämend, in welchem unterirdischen Ausmaß dort eine Aufklärungsquote stattfindet und kann überhaupt nicht verstehen, warum die Täter nicht schneller gefasst werden können, nicht schneller verortet werden können. Wenn man andere Bereiche der Kriminalität anschaut, dann wird dort mit ganz anderem Engagement gearbeitet. Wenn man sieht, wie schnell Antifaschisten in diesem Land vor Gericht gebracht werden und wie wenig rechtsradikale Täter, kriminelle Täter vor Gericht gebracht werden, dann kann man das definitiv nicht mehr nachvollziehen. Es braucht in unserem Land ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen den rechten Mob. Auch die Bundesregierung muss ein Signal setzen, dass rechte Hetze und Gewalt nicht länger geduldet wird. Und zur rechten Hetze und Gewalt gehört eben auch die Androhung von Gewalttaten und Übergriffen im Netz und in den sozialen Netzwerken oder auch auf der Straße. Und es muss selbstverständlich sein, dass Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte ausreichend geschützt werden müssen. Dafür müssen die notwendigen Ressourcen eben freigesetzt werden. Es kann nicht sein, dass Menschen, die bei uns Schutz suchen und Schutz bekommen müssen, um ihren Leib und ihr Leben fürchten müssen. Und das, was an Lügen und Hetze verbreitet wird, muss auch als solche bezeichnet werden. Ich habe übrigens wenig Verständnis, wenn in einer der prominentesten Sendungen in diesem Land solche rechtsradikale Pöbeleien ungestraft an ein Millionenpublikum gerichtet werden können. Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, dass das kontinuierliche Staatsversagen gegenüber den Anforderungen, Flüchtlinge eben unterzubringen,
auch natürlich zu breitem Unmut in Teilen der Bevölkerung führt. Wir haben immer noch 42.000 Menschen, die in Zelten oder gar unter freiem Himmel untergebracht werden. Hier gilt es eben, schnell zu handeln. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, das ist die größte Herausforderung, die Flüchtlinge winterfest unterzubringen. Und hier muss eben entschlossener zu Werke gegangen werden, weil das ist ja offensichtlich immer, wird die Frage der Flüchtlinge mit Problemen in Zusammenhang gebracht. Und wir haben schon die ganze Zeit gesagt, dass die sozialen Probleme in diesem Land, die unbestritten vorherrschen, nicht mit den Flüchtlingen zusammenhängen, aber jetzt natürlich deutlicher hervortreten. Das ist insbesondere die große Wohnungsnot. Und wir fordern entschlossen und ohne länger zu zögern ein Programm für den sozialen Wohnungsbau, das für alle Menschen bezahlbaren Wohnraum sichert. Wohnen ist eben ein menschliches Bedürfnis und darf nicht länger den Profitinteressen des Marktes überlassen bleiben. Wir sagen gleichzeitig, dass die Kommunen unterstützt werden müssen. Es wird nächstes Jahr wieder ein dramatisches finanzielles Problem der Länder und Kommunen geben. Und ständig wird praktisch mit der Hand in den Mund gearbeitet, um hinterher festzustellen, die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, sind einfach zu wenig. Wir müssen hier ganz klar dafür sorgen, dass der Bund die Kosten für das Asylverfahren komplett übernimmt. Drittens, wir müssen ein Integrationsprogramm leisten zur Integrierung der Menschen, die hier bleiben. Und dieses Integrationsprogramm muss natürlich auch in den Arbeitsmarkt erfolgen. Die IG Metall hat es davor gewarnt, Flüchtlinge einzusetzen zum Sozial- und Lohndumping. Wir können diese Befürchtung vollkommen verstehen, weil doch erste Kapitalverbände längst gesagt haben, sie wollen das Mindestlohngesetz aufweichen, sie wollen die Leiharbeitsregelungen aufweichen. Wenn man die Integration der Flüchtlinge dazu benutzt, die soziale Lage der Menschen hierzulande zu verschlechtern, macht man nichts anderes, wie Flüchtlinge gegen andere Gruppen in dieser Gesellschaft auszuspielen. Dafür habe ich kein Verständnis. Und die Menschen, die das machen, nähren nur die rechtspopulistischen Tendenzen. Und wir müssen ja auch mal sehen, wenn jetzt Seehofer die ganze Zeit diese rechtspopulistischen Positionen mit aufnimmt, das ganze Gerede, das er sich ja kaum von der AfD unterscheidet, dann macht er diese Positionen salonfähig. Und wenn dann Frau Merkel hingeht und mit der CSU einen Asylkompromiss schließt, der praktisch die Situation des Asylrechts weiter verschlechtert, dann müssen doch quasi die Leute, die AfD wählen und die rechtspopulistisch wählen, sich bestätigt fühlen. Sie wählen rechts oder kündigen an, dass sie rechts wählen, und schon passiert was in ihrem Sinne. Ich glaube, da muss eine andere Politik erfolgen, wenn wir nicht erleben wollen, dass auch in Deutschland eine starke rechtspopulistische Partei entsteht. Und die jetzigen politischen Parteien haben das in der Hand, es konkret zu verhindern. Wir sehen auch mit Entsetzen, dass alle Parteien das Asylrecht verschlechtert haben. Wir kritisieren hier ganz stark SPD und Grüne. Auch die Grünen haben ihre Rolle als Menschenrechtspartei verloren, weil sie mehrheitlich im Bundesrat zugestimmt haben, dass praktisch Asylabschreckungsregelungen getroffen werden, die im Übrigen gar nichts nützen werden. Sie werden die Frage nicht lösen. Aber man kommt dadurch genau den Kräften entgegen, die eben diese ganze Positionen mit vertreten. Und ich bin mal hochgespannt, was passiert mit der Frage der Transitzonen. Man muss ja schon feststellen, dass Frau Merkel von ihrem verbalen asylfreundlichen Kurs jetzt abgerückt ist und selber praktisch eine stärkere Abschreckungspolitik verfolgen will. Und sie setzt, ich finde nicht ohne Raffinesse, die SPD unter Druck,
der Frage der Transitzonen zuzustimmen. Diesen Druck hat sich die SPD im Übrigen selbst zuzuschreiben, weil sie ja versucht hat, Frau Merkel noch rechts zu überholen und quasi selber das Gerede von den Obergrenzen mit begonnen hat. Jetzt kommt die SPD in das Dilemma, stimmt sie tatsächlich grundgesetzwidrigen Regelungen, nämlich der Einrichtung von rechtsfreien Räumen an unseren Grenzen zu oder nicht? Und man kann die SPD nur auffordern, hier einmal im Leben standfest zu bleiben, weil wir müssen sehen, was in diesem Land passiert, wenn die SPD in Menschenrechtsfragen, egal ob es die Vorratsdatenspeicherung ist oder ob es die Asylfrage ist oder ob es anderen Fragen sind, ständig umfällt, damit tut man der Demokratie in diesem Lande keinen Gefallen. Man tut im Übrigen der Demokratie überhaupt keinen Gefallen, wenn man einen doch sehr autoritären Staatspräsidenten wie Erdogan kurz vor den Wahlen noch mit einem Staatsbesuch aufwertet. Wir haben kritisiert und haben auch Frau Merkel aufgefordert, nicht hinzufahren. Das ist jetzt nicht passiert. Wie so oft hört Frau Merkel nicht auf den Rat der Linken. Wofür ich aber ehrlich gesagt gar kein Verständnis habe, dass sie hinfährt und nicht einmal ein einziges Gespräch mit einer Oppositionspartei macht. Dadurch erscheint doch ihr Besuch nichts anderes als eine willkommene Wahlkampfhilfe für die demokratiefeindliche AKP. Diesen Gefallen hätte man Erdogan nicht tun dürfen. Und man unterstützt damit indirekt oder rechtfertigt zumindest indirekt Angriffe auf die HDP, Übergriffe auf andere demokratische Parteien. Man kritisiert nicht offensiv, dass Herr Erdogan den Kampf gegen die IS als nichts anderes benutzt als den Kampf gegen die PKK und praktisch insbesondere PKK-Hochburgen bombardiert. All das darf man meines Erachtens als Bundeskanzlerin nicht tun. Und es besteht die Gefahr, dass durch ein schnelles Abkommen mit der Türkei Erdogan Rückendeckung für seine demokratiefeindliche Politik bekommt. Wir sind dagegen, einen Kuhhandel mit Erdogan auf dem Rücken der Flüchtlinge zu machen und auf dem Rücken und zulasten der demokratischen Opposition in der Türkei. Ich glaube, damit tut man im Übrigen der demokratischen Entwicklung in der Europäischen Union keinen Gefallen.